Und wieder fällt natürlich der Abschied schwer. Über 3 Monate lang ist die Stammbesatzung der Gorch Fock im Mittelmeerraum unterwegs. Dort sollen insgesamt 115 Offiziersanwärterinnen und Offiziersanwärter ausgebildet werden. Sie gehen aber erst in Nordspanien an Bord. Das hat letztlich meteorologische Gründe. Die Ausbildung der Offizieranwärter beginnt immer mit einer Segelvorausbildung im Hafen von etwa 2 Wochen Dauer. Das ist in den Monaten Februar und März in Kiel immer etwas problematisch. Da kann es ja noch sehr winterliche Temperaturen geben, da kann es zu Vereisungen in der Takelage kommen. Und deshalb haben wir uns entschieden, vorauszustationieren in den nordspanischen Hafen Gijón. Dort werden wir bessere Bedingungen für die Segelvorausbildung haben. Und von dort aus werden wir dann auch schneller segelbare Winde vorfinden. Die Mannschaft freut sich über ihren Einsatz an Bord der Dreimastbark nach einer sehr langen Winterpause. Für einige ist dies die erste lange Reise auf der Gorch Fock. Entsprechend groß sind die Erwartungen. Hoffentlich gutes Wetter, keine Komplikationen und dass wir als ganze Besatzung viel Spaß haben. Ja, erste Seefahrt, bin mal gespannt, was wird. Ja. Glücklich sind alle die, die heute an Bord gehen dürfen. Anders sieht es bei den Daheimbleibenden aus. Bei ihnen schlagen die Emotionen hoch, kurz vor dem Ablegen, heute Vormittag in Kiel. Wir freuen uns natürlich auch für ihn, dass er tolle neue Erlebnisse, viel Input mitbekommt, was in der Welt auch los ist. Die Weltsituation als solches blenden wir für den Moment kurz aus. Es ist so viel Emotion, das kann man eigentlich gar nicht in Worte fassen. Und ich freue mich riesig für ihn, für das, was da kommt. Er ist so stolz, auf dieser Gorch Fock fahren zu dürfen. Von ihrer Mittelmeerreise wird die Gorch Fock am 14. Juni zurückkehren, rechtzeitig vor Beginn der Kieler Woche.